What's up, liebe YouTube-Freunde? Es geht weiter mit Uncharted Drake's Schicksal Remastered. Und ich weiß, dass da jemand auf mich schießt. Ja. Glaubst du, aber auch gerade du? So, wir haben da irgendwo einen. Oh Mann. Okay, tot. Und so schnell geht das natürlich wieder. Hm? So schnell haben wir das wieder wunderbar gemacht, kann man sagen. Oh Mann. Na, jetzt. Ach, diese Fails immer. Ja, jetzt nur mal darüber. Wir werden das dann nur mehr aggressiv. Alter, ich habe da nicht gescheit in Deckung, gell? Ups. Komm, keine Deckung. Keine Granaten mehr, das ist schade. Du bist schon tot! Noch nicht, aber gleich wahrscheinlich. Und jetzt ist natürlich Munition aus. Und da haben wir auch nur 3. Das reicht auch nicht. Ja, du hast dich doch gerade selber gesprengt, hey. Schau's, so. Die AK, ich finde sie immer wieder geil. Über den muss ich da anschimpfen. Okay, wieder ein bisschen Ruhe, Entspannung. Es ist sehr nervenaufreibend. Man kommt nicht zur Ruhe. Na bitte. Überhaupt nicht. Oder sehr selten. Das kann nützlich sein. Nehmen wir die wieder mit, ja. Oder nein, nehmen wir Pistolen. Nehmen wir Pistolen. Die ist mir irgendwie lieber. Das ist die Schware, gell, aber die hat so wenig Schuss. Die mag ich eigentlich nicht mitnehmen. Man ist sicher gut, wenn man ein Aim hat. Aber da das bei mir nicht zutrifft. Jo Leute, lasst ein Abo da. Wäre cool von euch. Wäre sehr genial. Und Bewertung natürlich und so weiter und so fort. Ne? Ich wollte nicht zuschmeißen. Ich habe nur aus Versehen die Tasten noch mal gedrückt. Aber okay. Hey, oh Mann, das kann ich mir wirklich erinnern von der PlayStation 3. Oh, das wird dir wehtun. Schöner Headshot. Schön. Ich weiß, dass da hinten auch noch wer ist. Okay, das sind wir zu viele. Oh nein! So. Wo bist du nur einer? Ah, der da oben ist natürlich gemein. Der ist natürlich gemein. Haben wir geschaut, dass wir den gleich vernichten. Ey. Sag ja, pure Action da, oder? Ist da ziemlich zuversichtlich, dass du so weit zuberennst, gell? Alter.
Okay, da hinten ist wieder was Böseres. Okay. So, liegen da irgendwo Granaten herum? Runter! Der Dicke hält dabei viel aus. Das kann nützlich sein. Okay. Genau zwischen die Augen, Bule. Das tut morgen weh. Dann haben wir da wieder eine Granate gekriegt. Das ist auch gut. Also ich hoffe, dass echt da nicht irgendwie zu viel Schätze herumliegen. So im Eifer des Gefechts kriegt man das nämlich nicht mit. Schauen wir auch noch rauf. Aber dann nur. Nö, nehmen wir nicht mit. Für die Arcade-Munition auf jeden Fall. Und soweit ist da eh nix. Da ist er! Jo. Wenn du schon so da stehst, dann gefällt mir das natürlich, ja. Er ist da drin! Bäm. Immer mitten in die Fresse rein. Okay, da haben wir was. Ja, dann nehme ich an, müssen wir da rauf. Mir hätte ich schon 100.000 Mal abgeschmissen. Müssen wir da rüber? Noch einer. Jupp. Okay. Das ist natürlich die Frage. Können wir da so rüber kraxeln? Nö. So, geht's dann auf der anderen Seite hoch, oder? Da nochmal runter. Achso. Okay, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wie komme ich zu den Raketen jetzt da? Das muss ja irgendwie da gewesen sein. Aber vielleicht jetzt noch links. Genau. Ja. Wo greift er denn da leicht jetzt hin? Ah, okay. Schöne Überraschung wieder. Kommst du da irgendwo dran?
Sehr schön, rauf mit uns. Da werden uns gleich wieder ein paar begrüßen. Ja, sicher sogar gleich. Ja, warte mal ein wenig. Jetzt schauen wir uns da erst um. So traurig haben wir es wegen dir jetzt nicht. Liegt da noch was? Brauchen wir nicht. Oh. Juwelenbesetzte Goldbrosche. Sehr schön. Gut, dann öffnen wir halt die Türe. Ach so. Geht so leicht, ja? Geh mal weg! Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Das Zollhaus. Irgendwo war der Muni. Das war das, was wir vorher nämlich nicht aufglauben haben können, weil wir ja voll waren. So, schauen wir weiter da. Okay, runter mit uns. Irgendwo was funkelt? Nö. Wow. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich hab ihn quasi geerbt. Sic parvis magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte mehr als das hier. Kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. So, ich vertraue ihr irgendwie noch nicht so ganz. Bin mir da irgendwie nicht so ganz sicher. Oder es entwickelt sich da komplette Romanze. Das kann natürlich auch sein. Aber momentan habe ich noch nicht ganz so das Vertrauen. So, du da hinten, schau mal vor. Okay. Hey, lass mich aus, Madame. So, jetzt müssen wir den deppern Granatenwerfer da drüben. Los geht's. Dafür bezahle ich nicht.
Okay. Huh. Na, das war nur die Shotgun, gell? Wo schießt denn da nur wer? Irgendwo Muni. Sieht. Ah, da. Okay. Hat sie denn erschossen? Ah, na, da ist er. Da ist er ja. Gut, da drüben haben wir sie auch noch, die Munition. Das kann nützlich sein. Cool. Nein, brauchen wir nicht. Fällt mir schon besser. Oh, Moment einmal. Wenn es jetzt aber da rausgeht, dann schauen wir jetzt da noch weiter. Ob es denn da noch irgendwas Relevantes gibt. Sieht aber nicht so aus. Nö, von der Seite hat man da einfach auch auf der Kinder. Gut, dann schauen wir weiter. Machen da mal auf. Okay, das hält auch. Oh, ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleib ich nicht hier und du kommst gleich wieder und holst mich ab? Okay, was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Nein, ich trau ihr nicht. Ich trau ihr nicht. Ah, okay. Kann man nicht helfen, aber die hat irgendwas. Die hat irgendwas vor. Irgendwas Besonderes hat die vor. So, und jetzt lauf. Ja, geht doch. Oh oh. Hey, ich hab X gedruckt. Also immer noch drücken oder was ist? Oder halten oder was ist das? Okay. Er ist hier drüben! Ja, super. Wir laufen da jetzt mal weiter. Da ist er! Ich weiß eh gar nicht, wo ich eigentlich hin muss. Da runter? Kann das richtig sein? Nein! Kann nicht richtig sein. Ach, ich glaube, wir müssen die da drinnen erledigen. So, den haben wir. Los geht's. Auch. Okay. So. Da waren wir ja vorher auch. Wo geht's denn weiter? Diese Türe. Ja, zu schießen. Ah, okay. War ich nie drauf gekommen, ohne den Tipp. Wer rechnet damit, dass durch einen normalen Pistolenschuss auf einmal die Tür rausfällt? Wie ist das denn? Der gehört nicht zu Eddie.
So, entweder können wir ihr wirklich nicht trauen, oder es passiert jetzt irgendein Blödsinn dadurch, dass Salani blieben ist. Oh! Wie geil ist das denn? Ja, jetzt macht mir der natürlich fertig. Ach. Alter, um was geht's denn? Du bist Fisch, du blöder Mistkerl! Ich will ja nichts sagen, aber da geht's halbwegs zu. So, irgendwo da auf der Seite ist auch noch einer. Ja, den habe ich gemeint. Den habe ich gemeint. Geschossen. Da war aber nur irgendwo einer, gell? Ah, da hinten. Schaust du nochmal Vierer? Ah, okay, da ist einer. Okay, dann schauen wir mal ein Stück Vierer. In Ordnung. Ich kriege nicht. Ach! Puh! Okay, wir brauchen wieder andere Waffen. Dann ist ja wieder unser AK. M4! M4! Geile Sache! Ah, oh, das ist mir 100-mal lieber. So, komm her. Du bist verdammter! So, durch A, cool. So. Den haben wir auch erledigt. Irgendwo habe ich da noch eben M4 herum. Ja. Okay. Ist er viel stärker? Er ist da drüben! Verdammt! Okay. Oh, dem macht mir viel mehr Spaß. Nee. Jetzt habe ich die wieder hergeben. Nur die Frage, ob wir von der da noch irgendwo Munition kriegen. Waren irgendwo Granaten? Okay, und da drüben gibt es auch was. Ah, ich mag jetzt aber kein AK. Ich würde echt ganz gern bei der M4 noch bleiben. Aber ich glaube, das ist schlecht, wenn wir das machen, weil irgendwie nur AK um drum liegt. Schade, schade. Ah, wir müssen fast AK rein, da. Granaten sind wir voll. Das heißt, mal ein bisschen AK-Munition holen. Dann wäre das ganz gut. Da haben wir nur eine Shotgun, die brauchen wir aber nicht. Die nehmen wir nicht mit, da haben wir nur AK. Okay, schauen wir weiter, Freunde, schauen wir weiter. Rauf mit uns da. Es wäre natürlich auch gut, wenn ich mich gleich mal so vorkämpfen darf, dass ich da
bei dem Teil war. Aber vielleicht kommt ja jetzt dann nochmal was. Okay, ja, okay, sind wir eh früh. Ja, wirkt nicht so, als dort nochmal was kommen. Dann schauen wir da rein. Oh, ist schon wieder zugegangen. Ging schon wieder zu. Okay, wir sind beim Boot angekommen. Schaff das alles an Bord. Hey! Los, mach schon, mach schon! Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate! Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hä? Hier. Was? Vergiss den Kran da am Dock nicht. Achtung, Achtung und jetzt. Er lebt. Beeilt euch. Ich weiß nicht, Nate. Ich meine, vertraust du ihm wirklich? Ja. Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier wegfahren. Das ist wirklich komisch. Nein, Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind Sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze hau ich ihm so oder so. Okay, dann wissen wir zumindest, dass er wirklich noch lebt. Das ist schon mal gut. Ich glaube nicht, dass er Verräter ist. Es ist sicher irgendwas, aber ich glaube nicht, dass er Verräter ist. Aber wir werden es weiterverfolgen. Aber nicht mehr in dieser Folge, erst in der nächsten. Somit bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss.